Moinsen. Icke. Heute Scheißtag gewesen. Ich hab irgendwie für umsonst ein Ticket für die Fähre gekauft. Hab irgendwie die Ankunfts- und Abfahrtzeiten vertauscht. Frag mich nicht, wie. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass das so richtig war, wie ich das gemacht hab. Und ja, schönes Ding. $160 in Sand gesetzt. Ja, dann bin ich zum Ticketschalter gelaufen und wollte mir einfach ein Ticket für die nächste Fähre besorgen, die dann aber $260 gekostet hat, weil halt die anderen schon ausgebucht waren. Und da ich keine Lust hatte, nachts zu fahren, beziehungsweise noch einen halben Tag irgendwie in Wellington abzuhängen, beziehungsweise einen ganzen Tag, habe ich das einfach gemacht, drauf geschissen, bin halt selber schuld gewesen. Hab mich voll lange darüber ärgert, voll ätzend. Oh, die Sonne geht gerade über den Berg und da auch schön. Jedenfalls war das nicht alles. Hab dann gemerkt, dass ich mein Beutelchen, mein kleines Zahnputzbeutelchen auch noch im Hostel vergessen habe. Und durfte den ganzen Scheiß wieder neu kaufen. Das ist irgendwie beschissen. Ich hört von allen, die hier sind, mit dem Rucksack unterwegs sind, jeder verliert irgendwo irgendwas und scheint wohl normal zu sein, aber das nervt, wenn man halt alles immer wieder neu kaufen muss. Ja, die Fährenfahrt nach Picton war eigentlich ganz interessant, war ganz cool gewesen. Auf dem Meer war es schweinekalt, so wie antarktischer Wind oder sowas, so hat sich das angefühlt, aber sobald man dann wieder so ein bisschen Land um sich rum hatte, war das alles schon wieder schön warm. Ich habe schon befürchtet, dass es da unten richtig kalt wird. Hab mir heute dann erstmal gerade eben quasi eine Flasche Frustwein gekauft und werde mir noch jemanden suchen, mit dem ich die köpfen kann. Und ja, mein erster Eindruck von Picton, richtig, richtig schön. Also so richtig schön und ich bin gespannt, was mich hier so erwarten wird. Mal kicken. Einfach mal kicken. Ich werde hier auf jeden Fall noch so 2 Tage rumgammeln und dann werde ich mich in die Marlborough Sounds aufmachen. Und ja, ihr kriegt jetzt nochmal einen kleinen Rundblick hier, wo ich bin. Der Hafen von Picton quasi. Sieht man ja nicht mehr so viel, ist schon so dunkel. Aber very nice. Nice and lovely. Oh yeah. Ja, so sieht das aus. Bilderbuchmäßig, sag ich mal. Bilderbuchmäßig. Und nachdem ich in Wellington in diesem beschissenen Hostel war, was aber irgendwie dann doch ganz witzig war, weil da total komische Typen drin gewohnt haben, bin ich heute wieder in so einem Nobel-Backpacker gelandet. Kostet nur $25, also quasi 12, 13 Euro. Und großartig. Echt gut. Nun gut. Ich werde mich mal wieder zurückmachen ins Hostel und Entschuldigung, bis zum nächsten Mal oder was?